Hallo und willkommen beim Floralen Genusshandwerk. Ich möchte euch heute eine neue Art von Adventskranz zeigen, in einer stilisierten Form, in dem vier Elemente ein Element ergeben, aber auch jedes einzelne Element für sich schon wirkt und gut und wunderschön aufgestellt werden kann in der Wohnung, um als gestalterisches Element schon zu wirken. Ich würde sagen, ich nehme euch einfach mit und zeige euch jetzt, wie das Ganze dann aussieht und wie man es erstellt. Auf geht's! Ja, so sieht es aus. Das sind die vier Elemente und diese vier Elemente zusammen, die jetzt hier nochmal symbolisch durch einen Kranz auf den Eckkanten gehalten werden, sind dann ein stilisierter Adventskranz. Man muss nicht immer unbedingt eine Kranzform haben, um einen Kranz, um einen Adventskranz zu symbolisieren. Und das Schöne dabei ist, dass, wie gesagt, wie ich gerade schon sagte, jedes einzelne Element für sich wirkt einfach schon ganz toll und kann auch ganz individuell mit unterschiedlichen Werkstoffen dann auch gestaltet und gearbeitet werden. So wie das jetzt hier zum Beispiel ist mit Zapfen, mit den Fichtenzapfen. Und dann wird einfach oben eine Kerze nochmal drauf gesteckt, so wie das hier ist. Ne, mit einer Unterlage aus Flechtenmoos. Das Ganze wird dann mit einem Zierdraht entsprechend zerknüllt und dann kommen da ganz viele Fichtennadeln rein. Oder wieder hinten, jetzt hier bei dem letzten, bei dem vierten Element, wir dann einfach auf einer Steckmasse dann schöne Kiefernzapfen nehmen, dann eine sehr schöne kleine Orchidee und das Ganze wird aufgefüllt mit Walnüssen. Ja, das ist jetzt erstmal schon mal der erste Eindruck dazu und ich möchte euch jetzt erzählen, wie man sowas dann arbeiten kann, damit man das dann nachher letztendlich sich sehr schön in den Wohnraum stellt, auf den Tisch oder wie gesagt als Großformat mit vier Elementen. Man kann es aber auch anders stellen oder halt eben auch als Einzelwerkstück. Ich zeige euch jetzt, wie man vorgeht und Stück für Stück so eine schöne Box erarbeiten kann. Auf geht's! So. Ja, ich habe jetzt hier so sehr, sehr schöne Black-Boxen. Das sind hier so tolle Boxen, die habe ich mir irgendwann mal als Verpackungsmaterial im Netz besorgt, also im Internet. Die sind einfach total genial, weil diese Boxen sind so schön schlicht, die man dann auch natürlich für zig verschiedene Arbeiten verwenden kann. Ja, diese Box jetzt hier... Die hat eine gewisse Stärke an Karton. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr einfach sagt, ach nee, ich möchte jetzt eigentlich gar nicht so viel Geld investieren, dann guckt ihr einfach unter Verpackungsmaterialien, wenn ihr entsprechend Materialien mit Verpackung bekommt, die ihr bestellt habt oder dergleichen, dass ihr dann einfach da euch so vier gleichmäßige Kartons aussucht, was so ein bisschen zueinander passt. Das wäre schon wichtig, damit das auch nachher eine Einheit bildet. Und dann könnt ihr eigentlich auch schon loslegen. Also wie gesagt, hier, das sind jetzt quadratische Boxen. Wenn ihr die quadratische Box habt, dann muss die befüllt werden, damit wir nämlich dann nachher auch mit dem Stecken anfangen können. Ich habe jetzt hier in dieser Box mit einer Kante, wo jetzt noch ungefähr 3 cm vielleicht noch über sind, Steckmasse reingesteckt. Das ist eigentlich eine Frischsteckmasse. Die gibt es auch als Trockensteckmasse. Ich hatte jetzt nur die und die reicht auch vollkommen aus. Also wie gesagt, wenn ihr dann Steckmasse reinsteckt, könnt ihr beim Floristen oder im Bastelgeschäft und dergleichen Steckmasse bekommen. Ihr braucht zwei komplette Blöcke dafür, auf jeden Fall, wenn ihr diese Kistengröße jetzt habt. Ansonsten nehmt einfach eine Kiste mit, was ihr da habt, oder messt sie aus, weil die Blöcke haben eine Einheitsgröße. Und dann könnt ihr auch direkt feststellen, wie viel an Blöcken brauche ich, um so eine Kiste dann letztendlich zu füllen. So, wenn ihr diese Kiste gefüllt habt, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Also, wenn wir so eine Arbeit machen wollen, so wie diese jetzt hier, dann habe ich diese Kiste hier mit dem Rand. Weil ich nämlich dann jetzt innerhalb des Randes bis zur Steckmasse, so wie hier jetzt zum Beispiel ganz toll mit Gräsern das Ganze hier aufgefüllt habe und kann dann entsprechend nachher die Kerze darauf setzen und dann die Gräser einfach nur einlegen und dann nachher diese Kugeln mit dem Heißkleber
entsprechend aufkleben und schon ist die Kiste fertig. Was haben wir sonst, wenn wir da nicht entsprechend mit Gräsern, Blüten arbeiten? Also wir haben hier nochmal das Flechtenmoos. Das gleiche wäre aber auch mit Lappenmoos möglich. Das ist ja dieses ganz flache Moos, das ist getrocknet ja schon. Das könnt ihr natürlich auch, wie gesagt, beim Floristen oder auch im Bastelgeschäft bekommen. Das ist ja grün. Das passt auch. Was natürlich auch noch eine Alternative ist, wenn ihr jetzt nicht mit floralen Materialien arbeiten wollt, wäre zum Beispiel auch einfach ein Packpapier, indem ihr das nämlich hier einfach schön flach einlegt, ne, die Ecken so ein bisschen schön in die Kanten reinsetzt. Das geht auch wunderbar. Dann habt ihr nämlich die Steckmasse abgedeckt und könnt dann entsprechend darauf arbeiten. Und zwar kann ich das hier mal kurz zeigen, wenn man das sehen kann. Hier bei den Walnüssen ist darunter nämlich jetzt zum Beispiel einfach nur die ganze Fläche mit Packpapier ausgelegt, sodass ich dann nachher die Walnüsse mit einem Tupfer Heißkleber einfach draufkleben konnte. Ich habe eine schöne Bodenabdeckung und es macht gar nichts, dass man nachher von unten auch noch reingucken kann. Ja, das wäre das. Jetzt schauen wir nochmal, was ist, wenn ich höher arbeiten will. Die nächste Sache ist noch, wenn ihr hohe Materialien habt, wie zum Beispiel jetzt hier bei den Fichten. Die Fichten habe ich jetzt, ja, ich war im Wald spazieren und habe dann ganz viele Fichten auf dem Boden liegen sehen. Die sind ja jetzt so schön geschlossen hier. Und die habe ich dann einfach jetzt mitgenommen. Die waren jetzt auch noch trocken. Jetzt nach dem Sturm werden sicherlich auch noch wieder vermehrt Fichtenzapfen auf dem Boden liegen. Die habe ich jetzt einfach hochkant direkt hier in diese Steckmasse reingesteckt. Also ne, mit dem Unterteil einfach in die Steckmasse rein und da auch keine Abdeckung vorgenommen, weil durch das Papier geht das nicht. Und bei dem Moos wäre es Quatsch in dem Sinne, weil die Fichtenzapfen nachher so dicht beieinander sitzen, dass man da auch keine Steckmasse mehr sehen kann. Das ist das Nächste. Was ist jetzt noch wichtig? Noch wichtig wäre, wenn wir Kerzen da jetzt reinarbeiten wollen, dann brauchen wir eine gewisse Stabilität. Wenn wir jetzt diese Kerze hier einfach mit Teller, das ist ganz wichtig, immer einen Untersatzteller, so wie diese hier, die bekommt man in sämtlichen Bastelgeschäften, beim Floristen auch. Das ist wichtig, dass die auf jeden Fall drunter gesetzt werden. Ich kann euch leider jetzt keinen zeigen, weil ich keinen mehr habe. Ich hatte jetzt nur diese vier. Aber damit ihr das da einfach wisst, also wie gesagt, wenn es dann eine kleine flache Geschichte ist, kann man das mit Teller direkt hier in die Steckmasse reindrücken. Unten sind ja Nadeln unter den Tellern, die steckt man direkt rein, das passt. So, wenn wir jetzt eine Arbeit haben wie diese hier, dann seht ihr ja, dass hier der Korb schon auf jeden Fall etwas niedriger ist und die Arbeit, die da oben drauf ist, etwas höher. Das liegt daran, dass ich hier diese Nadelarbeit nicht in die Senke des Korbs, dieses Kartons reinsetzen kann, weil das dann nach oben stark sich abstehen würde. Also muss ich erst einen Steckmassenaufbau machen, der dann eine etwas höhere Höhe hat und dann kann ich anfangen zu stecken. Okay, ja, ich werde da gleich mal was vorbereiten. Dann zeige ich euch, wie man dann mit der Kerze umgeht, die man dann entsprechend dann abwickeln muss, damit man dann auch nachher da eine Festigkeit bekommt. Also, bis gleich, ich zeige euch, wie es dann weitergeht. So, ich möchte euch jetzt mal kurz zeigen, wenn ihr, wie gesagt, eine Kerze mit Halterung natürlich in diese Steckmasse reinstecken wollt, damit das wirklich gut fest ist, das ist wichtig, dann gibt es die Möglichkeit, so ist ja die Halterung einfach, das ist also jetzt eine Spitzkerzenhalterung und für die flachen Teller, da sind diese Stäbe nicht ganz so lang, dann nehme ich einfach Steckdraht und dieser Steckdraht ist jetzt hier einfach rechts und links neben dieser jetzt vorhandenen Stange schon zu legen. Dann gibt es hier dieses wunderbare Tapeband. Und dieses Tapeband ist dazu da, es klebt ganz leicht, das kann man jetzt da so drumherum wickeln und dann dreht man das immer wieder drumherum. So, und dann geht man da einfach mit nach unten, ganz langsam. So.
Und dann hat man nachher irgendwann das dann auch wirklich abgewickelt. Ja. Und wie gesagt, dieses Tapeband bekommt ihr auch im Bastelgeschäft oder auch beim Floristen. Was ist deswegen ganz toll, weil es ein bisschen leicht klebt und sich gut ziehen lässt. Das kann man für ganz viele verschiedene Sachen dann auch verwenden. So sieht es jetzt aus. Also ich habe jetzt wirklich eine super Verlängerung. Kann jetzt, weil die Kiste ja nicht so hoch ist, einfach den Draht dann nochmal knicken, indem ich den jetzt einfach so umknicke. Ne? Habe dadurch natürlich auch nochmal so eine Breite und die kann ich jetzt so in die Unterlage, also in diese Steckmasse reinstecken und dadurch habe ich dann natürlich auch für diese Kerze einen wunderbar guten Halt. Ja, ich nehme euch jetzt mit und dann zeige ich euch das mal, wie das dann geht, wenn man das dann da in diese Halterung reinsteckt. So, hier habe ich jetzt die Kerze, die fertig abgetaped ist mit einem verlängerten Steckdraht, da liegen. Ich habe jetzt hier noch ein Stückchen Steckmasse aufgelegt. Und zwar, wenn ihr, wie gesagt, hier seht, kann man das auch so ein bisschen sehen, dass ich da noch eine Steckmasse aufgebaut habe, auf der normalen Steckmasse, damit nachher die Kerze hoch genug kommt, damit ich hier diese etwas erhöhte Arbeit dann nachher auch gut arbeiten kann. Weil sonst verschwindet die Kerze nachher in dieser floralen Werkstückarbeit und wenn die Kerze dann runterbrennt, haben wir leider Brandgefahr. Und das wollen wir auf jeden Fall verhindern. Also, es gibt mehrere Möglichkeiten. Einmal könnt ihr einfach, wenn ihr diese beiden Blöcke hier habt, von Anfang an diese beiden Blöcke ein Stückchen ausschneiden und einen etwas höheren Block dann automatisch hochkant reinsetzen, sodass der dann natürlich auch etwas breiter ist wie dieser jetzt hier, damit ihr automatisch eine gewisse Höhe habt, die ausreicht. Wenn das jetzt nicht so der Fall ist, dass man das nicht so wahnsinnig hoch braucht, wie gesagt, die Steckmasse wäre dann etwas höher bis hier schon, die Grundsteckmasse, dann kann ich auch einfach ein Stück auflegen. Ich habe hier diese Efeu-Haften, das sind so schöne lange Haften, die sind auch schön angespitzt. Da kann ich jetzt hingehen und gehe einfach rechts in die Steckmasse rein, links in die Steckmasse rein, von allen vier Seiten. Und mache die da schon mal so fest. So ist die schon sehr gut fest, befestigt jetzt. Normalerweise ist sie jetzt so, dass ich, wenn ich jetzt, wie gesagt, so eine Arbeit mache, dann würde ich jetzt erst das Ganze hier nochmal mit dem Flechtenmoos komplett abkleben, sodass man den ganzen Unterbau letztendlich nicht sieht. Das heißt, also ich würde es jetzt mit Heißkleber die Kanten und auch hier die Fläche natürlich ausarbeiten, das Moos schön flach in die Ecken reinsetzen, sodass das schön abgedeckt ist. Und wenn das dann hier alles schön abgedichtet ist, so wie jetzt hier in dieser Box, kann man das schon sehen, da ist es schön sauber eingearbeitet, auch oben der Bereich, wo jetzt die Kerze drauf sitzt, das wird alles abgearbeitet. Und wenn das dann fertig ist, dann kann ich hingehen und stecke die Kerze genau hier jetzt in die Mitte rein. So. Und dann ist das Ding bombenfest. Ne? Ja, also dann könnt ihr jetzt guten und sicheren Mutes an eure Kreation rangehen. Wie gesagt, dann könnt ihr nämlich jetzt sagen, okay, ich mache jetzt zum Beispiel eine Sache, die ich jetzt hier zum Beispiel mit den Kiefernadeln mache oder ihr habt eine andere Idee, dass ihr zum Beispiel so wie hier mit den Kugeln das da richtig ausarbeiten wollt. Da kann man das auch spielerisch machen, indem man unterschiedliche Größen nimmt. Ich fand das jetzt sehr schön hier mit diesen mittleren Kugeln. Da ist dann, wie gesagt, hier von dem Schilfgras, was draußen wächst, das sind jetzt die Ähren davon, das kann man vielleicht so sehen. Die sehen so richtig toll wie ein Fell aus. Und dazwischen habe ich jetzt einfach dann noch die Clematis-Fruchtstände, die ja so wollig schon sind, nochmal dazwischen gesetzt. Man hat einfach hier so einen mega Kuschelfaktor. Ja, wie gesagt, das wäre auf jeden Fall die Grundkonstruktion. Und jetzt kann man noch hingehen, wenn man das dann alles mal fertig hat. Also wie gesagt, Abdeckung, Dekoration oben drin. Dann kann man nachher nochmal die Kisten an sich verfeinern. Das zeige ich euch auch jetzt gleich noch einmal.
Jo, bis gleich. Ja, ganz genau. Das wollte ich euch jetzt noch zeigen. Die Kisten an sich sind ja für sich eigentlich schon wunderschön, ne? Wenn sie dann nachher schon toll gestaltet sind. Und das Schöne dabei ist jetzt, dass man natürlich auch noch eine wunderschöne Einfassung mit einem Band machen kann. Das ist jetzt zum Beispiel hier zu sehen bei dem Fichtenkranz. Da ist jetzt hier ein sehr schönes, breites Naturband. Das ist auch sogar halt nachhaltig produziert. Das ist jetzt hier einmal, geht einmal um die Kiste drumherum. Das ist natürlich eine tolle Sache. Auch nachher hier kann man es nochmal so sehen. So als Abschluss passt das natürlich sehr gut nochmal zu den Fichten auch, mit den unechten, leicht, also Glasfichtenzapfen, die dazwischen sind, die das Ganze auch noch so ein bisschen ja, edel wirken lassen. Dann habe ich jetzt hier zum Beispiel bei dieser Kiste einfach einen Engelflügel genommen, einmal von hinten und einmal von vorne. Die haben so kleine Nadelstecker, die kann man so direkt durch den Karton durchstecken. Da könntet ihr aber auch einen Holzstern ankleben oder sonst irgendwas. Also da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Hier vorne zum Beispiel habe ich jetzt nochmal dieses Naturband. Das kann man natürlich auch nochmal erst drumlegen. Mit einem Heißkleber eben einfach zwei, drei kleine Tupfer machen, da das Band mit ankleben. Hier ist jetzt nochmal so ein graues Band, was man nochmal oben drauflegen könnte, um das nochmal zu verzieren. Aber da gibt es im Bandsegment auch so viele verschiedene Möglichkeiten, dass das einfach nur genial gut aussieht. Das kleine Highlight jetzt dazu, was jetzt hier dabei ist, ist dann zum Beispiel, dass man jetzt sagt, ich stelle die vier Kisten zueinander auf. Ich habe jetzt hier sogar ja zwei unterschiedliche Höhen drin. Diese Kerze und diese Kerze ist aufgrund der Fichten oder des entsprechenden Aufbaus etwas höher. Die anderen beiden Kerzen sind jetzt auf der flachen Ebene direkt aufgesteckt worden, sodass da auch noch ein bisschen Spiel drin ist. Das macht das Ganze auch noch mal spannender. Hier hinten habe ich noch, kann ich auch noch mal kurz zeigen, eine Orchidee reingesteckt. Die ist aus unecht. Und das Schöne ist, hier hinter ist das Ganze dann noch mal aufgearbeitet und noch mal gestaltet mit Wachskerzen, Wachskerzen, mit Wachssternen. Die Sterne sind in einem Bad entsprechend flüssig gemacht worden, dann in entsprechender Figuren, in Sternfiguren eingegossen. Und das sieht natürlich wunderschön aus. Das hebt das Thema nochmal hervor. Advent, Weihnachten zu den Orchideen. Das passt auch sehr schön, weil es auch edel ist. Dann diese sehr schönen Kieferzapfen, die sind jetzt einfach mit einem Band umwickelt und auch mit diesen Efeukrempen einfach dann befestigt hier in diese Unterlage rein, also in die Steckmasse. Dadurch halten die gut. Das ist natürlich auch nochmal eine sehr schöne Sache. Das Ganze jetzt hier, weil ich das ja 4 in 1 benenne, ist jetzt hier nochmal mit einem Kranz, ganz dünn, aus Lärchenzweigen und einem Silberdraht zusammengebunden worden. Und dieser Kranz liegt jetzt auf den vier Ecken von diesen einzelnen Arbeiten auf, sodass man sagen kann, das Ganze ist jetzt eine Einheit. Es ist jetzt letztendlich ein, wie man schon sagen kann, 4 zu 1, eine sehr schöne Adventsarbeit, wo man vier Kerzen hat, vier unterschiedliche Arbeiten, die man auch noch wieder individuell aufstellen könnte. Ja, wie gesagt, ich zeige euch jetzt nochmal, was es noch für eine Möglichkeit dazu gibt. Eine Steigerung und sag mal. So, ja, so kann dann zum Beispiel eine sehr schöne gestaltete Adventskranzgestaltung im individuellen 4 zu 1 Bereich dann auch aussehen. Ja, mit den verschiedenen Arbeiten. Das Schöne ist, ich habe jetzt hier zum Beispiel noch so wunderschöne Hirsche, die eigentlich Buchhalter sind, aber sie passen so wunderschön dazu, weil sie letztendlich dem Ganzen noch so eine Art Halt geben. Vor allen Dingen, wenn man von hinten guckt, ne, und die beiden Hirsche noch gerade bei den großen Sachen ne, nochmal dagegen stemmen, dann ist es so, dass es einfach eine Einheit ist, ein Zusammenhalt. Ja, wie gesagt, von oben kann man das nochmal sehr schön sehen dann. Wie es dann aussieht, ne? Wenn in der Mitte dann noch diese kleinen Schalen, die von innen vergoldet sind, aussehen, da könnte man theoretisch noch Teelicht da rein tun. Vielleicht aber auch einfach nur eine abgeschnittene Rose oder irgendwie eine schöne Blüte mit ein bisschen Wasser. Man kann natürlich auch noch hier auf diesem Lärchenkranz, den hatte ich jetzt aber leider nicht, eine kleine Lichterkette zum Beispiel, nur ganz fein so drumherum drehen und die dann einfach nochmal anmachen. Das sieht bestimmt auch total genial gut aus. Ja.
Ich zeige euch gleich noch eben eine andere Stellungsversion, wie man auch zum Beispiel das Ganze jetzt nochmal umgestalten könnte. Und ja, genau, ich zeige euch nochmal das Ganze hier von oben. Und dann zeige ich gleich euch noch, wie es anders auch gehen kann. Ja, das wäre jetzt zum Beispiel eine ganz andere Variation. Das ist das Tolle daran, dass man nämlich bei einem Adventskranz hat man den Kranz und hier bei diesen einzelnen Elementen kann man nämlich die ganze Geschichte nochmal komplett variieren, indem man nämlich sagt, hey, ich habe jetzt zum Beispiel eine lange Tafel und eine schmale Tafel und so kann ich nämlich dann dieser wunderschönen einzelnen Boxen nämlich jetzt nebeneinander aufstellen in einer Reihe mit den Schalen in der Mitte, mit dem Kranz, der das Ganze wieder verbindet. Ne? Und dann geht es weiter rüber zu den Orchideen und Nüssen und zum Abschluss dann wieder die höhere Geschichte. Das Ganze, dadurch, dass es jetzt von außen nach innen sich nach unten etwas abstuft, ist das etwas abgeschlossen, etwas kleiner in sich. Man könnte auch die hohen Sachen jetzt zum Beispiel genau umstellen, indem man die hohen Kerzen in die Mitte reinsetzt und die kleinen nach außen. Dann würde es optisch weiter nach außen auslaufen, falls man dann da noch irgendwie so Kleinigkeiten auf dem Tisch liegen hat. Mit diesem Bild hier möchte ich mich von euch heute hier verabschieden. Ich hoffe, euch hat diese Idee sehr, sehr gut gefallen. Mir gefällt sie super und das Schöne ist, man kann auch so ein Einzelelement natürlich ganz toll als Einzeldekoration verschenken. Als Einzelbox zum Beispiel oder als Zweierbox, dass man sagt, hey, das ist eine tolle Geschenkidee. Man kann das aber auch natürlich zum Beispiel auf Bürotischen in Cafés und dergleichen als Einzelbox aufstellen. Und wenn dann zum Beispiel am Wochenende einfach ein Frühstücksbuffet ist, dann kann man halt ganz, ganz toll mit dieser Arbeit dann einen Frühstücksbuffet-Tisch aufbauen und davor dann die ganzen tollen Frühstückssachen, die es dann gibt. Und damit kann der Advent definitiv losgehen. Ich wünsche euch alles Gute. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch, schreibt mir auch gerne einen Kommentar. Und ansonsten, wenn ihr weiterhin immer gucken möchtet, was es an Neues gibt hier auf dem floralen Genusshandwerk, abonniert meinen Kanal. Ja, und dann wünsche ich euch eine sehr schöne Zeit draußen, wie ihr sehen könnt hier. Das ist mein Garten, da ist auch alles schon voll in Herbstfärbung. Ich wünsche euch alles Gute, eure Ute und bis bald. Tschüss!